Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die letzte Prognose steht an und bevor wir gleich die Spiele anschauen, die gespielt werden, sage ich einmal vorab, es war eine relativ harte und anstrengende Woche, auch was die Prognosen anging, neben der Arbeit noch das zu machen. Deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch mal kommentartechnisch bisschen, ja, unrund gelaufen bin, aber das könnt ihr mir hoffentlich verzeihen. Ansonsten, bei der dritten Liga gestern, auch da konnte ich erstmal den Folgentitel beispielsweise nicht richtig einstellen und ja, YouTube hat da eine Menge Werbung reingeklatscht und ja, weil mich das so genervt hat und so viel Werbung mittendrin war, habe ich die Werbung komplett aus dem Video rausgenommen. Es gibt vorm Video und hinterm Video eine. Und so mache ich das auch jetzt hier, nicht um mich irgendwie besser oder toller darzustellen. Nein, weil mir dieses Werbung-Gehabe einfach auf den Sack geht und mir das für euch leid tut. Wie gesagt, YouTube klatscht da gerne häufig ganz viel Werbung rein. Da kommt dann alle 3 Minuten oder so eine Unterbrechung. Und das möchte ich halt nicht unterstützen. Dafür ist es mir nicht wichtig genug. Und dafür, ja, seid ihr mir als Zuschauer dann doch tatsächlich wichtiger. Und als Zuschauerin natürlich nicht zu vergessen. Ansonsten links seht ihr die Spiele der HSV gegen Braunschweig, Bochum, Sandhausen, Fürth gegen Düsseldorf, Hannover gegen Nürnberg, Kiel gegen Darmstadt, Aue gegen Osnabrück, Würzburg gegen Paderborn, Heidenheim gegen Karlsruhe und Regensburg gegen St. Pauli. Es gibt 3 Spiele, in denen geht es um nichts mehr. Das ist Heidenheim gegen Karlsruhe, Würzburg gegen Paderborn und Hannover gegen Nürnberg. Wenn ich da nicht so häufig bin in der Konferenz, dann nehmt mir das bitte nicht übel. Das ist dann wirklich gegen diese Mannschaft nicht persönlich böse gemeint oder so. Das liegt einfach an der Dramaturgie. Die ist in manchen Stadien einfach höher. Und sicherlich auch das ist mir nicht perfekt gelungen. Aber ich habe versucht, einigermaßen da eine Balance zu finden zwischen Aufstiegs- und Abstiegskampf. Ich finde nämlich beides super spektakulär und spannend dieses Jahr. Naja, das soll es aber tatsächlich von meinem Vorwort gewesen sein. Ist eigentlich auch viel zu lang geworden. Bleibt auf jeden Fall gesund. Nochmal vielen Dank fürs Reinschalten, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Und jetzt geht's los mit der großen Konferenz. Viel Spaß dabei. Danke, danke, danke fürs Zuschauen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Sonntagskonferenz. Die zweite Fußball-Bundesliga sucht noch Aufsteiger und Absteiger. Wir starten in Fürth. Da ist Fortuna Düsseldorf zu Gast. Das hätte ein Endspiel werden können. Dafür hätte aber Greuther Fürth am letzten Spieltag nicht so dreifach punkten dürfen, wie sie es getan haben in Paderborn. Also Fürth mit der Chance sogar noch direkt aufzusteigen, vielleicht sogar Meister zu werden. Etwas dagegen hat die nächste Mannschaft. Und zwar Holstein Kiel, da ist der SV Darmstadt 98 zu Gast, die Lilien zuletzt aber auch gut drauf, also ein gefährlicher Gegner für Holstein. Aber die Störche haben es in der eigenen Hand. Ein Sieg würde reichen, um dann aufzusteigen, ohne Relegation, ohne irgendeinen Firlefanz. Das werden sie sich auf die Fahnen schreiben, aber sie sind gewarnt. Dosun, aktuell der beste Torjäger der Liga, ist ziemlich heiß. Wie heiß ist wer in Bochum? Es geht hier für beide Mannschaften um was. Der VfL Bochum ist Tabellenführer. 1 Punkt würde sicher zum Aufstieg reichen. Der SV Sandhausen muss bange Blicke nach unten werfen. Der direkte Abstieg ist quasi unmöglich. Aber die Relegation möchte man sich auch ersparen. Da ist man zu Gast beim Tabellenersten vielleicht nicht an der allerbesten Adresse. Aber hier kann eigentlich sowieso alles passieren. Wir bleiben im Abstiegskampf. Und springen ins Erzgebirge, wo der VfL Osnabrück zu Gast ist. Hier im Anschnitt Sebastian Kerk zu sehen. Es wird eine große Herausforderung für die Elf vom VfL. Aber der FC Erzgebirge Aue konfus, diffus teilweise zuletzt unterwegs. Die Zukunft ist offen beim FC Erzgebirge und das ist die Chance des VfL Osnabrück, hier vielleicht von Tabellenplatz 16 runterzukommen. Und auch ein Opfer davon könnte hier der Gastgeber in Regensburg werden. Der SSV Jahn, er hat sich noch nicht endgültig befreit. Es ist relativ unwahrscheinlich. Sie müssten verlieren, Sandhausen und Osnabrück müssten beide gewinnen, beziehungsweise Sandhausen unentschieden und Osnabrück dann gewinnen. Es ist, ja,
ziemlich kompliziert, die Lage. Regensburg hat eine gute Ausgangsposition. Sicher ist es noch nicht hier gegen den FC St. Pauli. Ja, der FC St. Pauli, Kandidat aus Hamburg gegen eine abstiegsbedrohte Mannschaft. Und so auch hier, der Hamburger Sportverein gegen die mehr als nur ein bisschen bedrohten Braunschweiger. Braunschweig muss gewinnen und dann noch auf die Konkurrenz hoffen. Es ist eine ziemlich miese Ausgangslage. Der Hamburger SV ist auch nicht so zufrieden mit der Saison, möchte irgendwie einen runden Abschluss herbringen. Und das ist dann mit einem Dreier nur getan. Und selbst dann werden die Zähne hier weiter knirschen. Und dann haben wir noch einen Dreierpack aus Spielen, die nicht ganz so bedeutend sind. Im Kleinen haben wir Würzburg gegen Paderborn, immerhin das letzte Spiel von Steffen Baumgart für den SCP. Im Großen sehen wir hier Hannover gegen Nürnberg, auch das letzte Spiel von Kenan Kocak. Unten im weiteren Anschnitt Heidenheim gegen Karlsruhe, zwei Mannschaften, die positiv mal wieder überrascht haben. Aber in den drei Spielen sind wir dann nur, wenn was passiert. Starten wir woanders. Starten wir in Fürth. Hier ist es deutlich dramatischer. Fortuna Düsseldorf möchte Greuther Fürth sicherlich ein bisschen in die Aufstiegssuppe spucken. Man hatte aus Düsseldorfer Sicht sicherlich selber gehofft, noch am letzten Spieltag aus eigener Kraft dann in diesem direkten Duell Platz 3 zu holen. Aber dafür war die Saison nicht konstant genug. Greuther Fürth ist hier aber auch dazu in der Lage, spielerische Lösungen zu finden. Und sie sind vielleicht auch in dieser Saison einfach besser gewesen. Und wir haben den ersten Treffer ab nach Aue. Im Abstiegskampf geht's zur Sache. 1:0 für den FC Erzgebirge Aue, der VfL Osnabrück. Ganz früh in allerhöchster Not. Und die bangen Blicke, sie fangen jetzt schon an, nach unten zu wandern, Richtung Braunschweig, in dem Fall Richtung Hamburg, wo die Braunschweiger zu Gast sind. So mies muss es erstmal losgehen. Der VfL Osnabrück hat genug Zeit, das noch wieder aufzuholen, aber das ist erstmal ein Schlag ins Kontor. Pascal Testroth, 5. Minute, 1:0 hier. Wir wechseln. Landen bei Kiel gegen Darmstadt, gerade mal eine Abseitsposition, und wir sehen die Darmstädter, sie spielen nach vorne, sie können befreit hier auflaufen, sind jetzt mittlerweile in der oberen Tabellenhälfte angekommen, haben sich dann unter dem Strich dann doch relativ locker da unten befreien können, aber auch vollkommen zu Recht. Natürlich profitieren sie davon, dass Serdar Dursun auch eine fantastische Saison spielt. Will die Torjägerkanone einfahren. Und dazu ist vielleicht noch der ein oder andere Treffer notwendig. Die ersten Eindrücke von hier. Holstein Kiel stand jetzt aufgestiegen, aber es ist noch viel Zeit. 80 Minuten auf der Uhr. Das sind dann die ersten Eindrücke von hier. Darmstadt spielt mit. Wie sieht's denn in Bochum aus? Da muss der SV Sandhausen zwangsläufig mitspielen, eben aufgrund der brutalen Tabellenlage, aber sie konnten zumindest mal ein bisschen durchschnaufen, als Osnabrück in Rückstand gegangen ist. Das würde Sandhausen gerade dann doch recht locker zum Klassenerhalt bringen, selbst wenn sie verlieren sollten. Tor in Hamburg! Aber will man sich darauf verlassen, vor allem wenn Braunschweig jetzt in Hamburg getroffen hat? Wie sieht's aus? Es sieht nach 1:0 aus und es ist 1:0. Simon Terodde mit dem Führungstreffer für die Rothosen. Eintracht Braunschweig stürzt ins Verderben und es ist ja mittlerweile ein unglaublich langer Weg, die eigenen Hausaufgaben erledigen zu müssen gegen jetzt auch frei aufspielende Hamburger, für die es um nichts mehr geht, tabellarisch gesehen zumindest. Naja. Tor in Heidenheim. Und wir haben Tor in Heidenheim. Das holen wir uns zumindest mal ab. 1:0 Heidenheim. Wir wollen es nicht allzu lang halten. Der erste FC Heidenheim im letzten Heimspiel von Marc Schnatterer.
sitzt noch auf der Bank, wird aber sicherlich später noch kommen. Der KSC im Rückstand, Tobias Mohr, echt ansatzlos, ist noch der Kampf um Tabellenplatz 6. Der KSC könnte mit einem Sieg an Heidenheim vorbeiziehen. Wir melden uns, wenn was passiert, und geben mal nach Regensburg. Wo es aktuell so scheint, als könnte es ein recht entspannter Nachmittag werden. Osnabrück liegt hinten, Braunschweig liegt hinten und der SSV Jahn ist sowieso in der Pole. Also Braunschweig könnten sie sowieso nicht mehr unterliegen. 4 Punkte Vorsprung, das reicht natürlich. Aber der Osnabrücker Gedanke, er geht Richtung Spiel drehen in Aue. Hier in Regensburg wird man froh sein, dass es noch 1:0 steht für die Erzgebirgler. Abseits hier die ersten Eindrücke. Sonderlich spannend ist es nicht, woanders wahrscheinlich mehr. Definitiv, hier in Fürth ist es wirklich ein extrem enges Rennen darum, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. Und sicherlich ist Platz 1 nicht mal undenkbar, wenn man bedenkt, dass Sandhausen in Bochum auch noch was holen muss. Aber der VfL Bochum momentan scheint damit den 0:0 Tabellenplatz Nummer 1 verteidigen zu können. Nächster Treffer in Hamburg. Hamburg. 2:0 Simon Terodde. Und wenn es heißt, es geht für den HSV um nichts mehr, für Terodde geht es noch um was, bevor er sich dann Richtung Gelsenkirchen verabschiedet. Nämlich darum, Dursun nochmal einzuholen. Jetzt haben beide 25 Treffer. Also, da ziehen sie erstmal wieder gleich. Aber die traurige Tatsache, zumindest aus Sicht der Gäste, sollte man auch ansprechen. Braunschweig braucht 3 Tore und dann Schützenhilfe, um drin zu bleiben. Die Chancen, sie stehen wirklich mehr als schlecht. Und wirklich Hannover macht der Auftritt bislang noch nicht. Wir holen uns mal einen Treffer aus Hannover ab. 1:0 Hannover 96, Genki Haraguchi bringt die 96er. In einem unterhaltsamen Fußballspiel mit 1:0 in Führung. Muroya bringt den Ball in die Mitte. Kein Abseits, gleiche Höhe. Und Haraguchi gibt sich dann keine Blöße vor Christian Matenia. Nette Direktabnahme. Noch einmal aufspringen lassen den Ball. Und dann abgeschlossen. Also 1:0 hier. Wenn Tore fallen, sind wir dabei. Ansonsten ist es auf anderen Plätzen bedeutender. Vor allem hier in Bochum, wo es für beide Mannschaften nach wie vor noch heiß hergeht. Das 0:0 aktuell, wie gesagt, würde beiden Mannschaften helfen, würde beide Mannschaften glücklich machen. Sandhausen würde drin bleiben, Bochum würde aktuell sogar als Meister aufsteigen, die Schale in die Luft reißen. Das Tor in Regensburg. Auch nochmal was. Und Tor in Regensburg. Druck auf Sandhausen, mehr oder weniger. Ja, wirklich nur mehr oder weniger. Denn Regensburg muss gar keinen Druck auf Sandhausen ausüben, weil sie schon über dem SVS stehen. Und der SSV Jahn scheint die Hausaufgaben zu erledigen. Jan George mit der Vorlage, in der Mitte dann Max Besuschkow. Da stehen zwar 5 St. Paulianer im Strafraum um ihn herum, bilden aber so einen wunderbaren Kreis. Dann ist das ein wuchtiger Abschluss, nicht zu halten für Stojanovic. 1:0 hier, Regensburg könnte aktuell ganz entspannt den Klassenerhalt feiern. Das würden sich manche andere noch wünschen. Ja, hier würde sich Kiel nicht über den Klassenerhalt freuen. Das würde nämlich bedeuten, dass man hier gegen Darmstadt den Aufstieg aus eigener Kraft am 34. Spieltag verspielen würde. Es sind schon komplizierte Spiele der Mannschaften da oben. Der 3 Mannschaften, die da sich noch um den direkten Aufstieg eben bekriegen. Ein bisschen martialisch es auszudrücken.
Darmstadt formstark hier für Kiel, dann der SV Sandhausen in Bochum. Auf dem Papier natürlich die leichteste Aufgabe, auch sehr unangenehm. Und Fortuna Düsseldorf zu Gast in Fürth, auch nicht unbedingt die Mannschaft, die man haben möchte, wenn man zwangsläufig gewinnen muss. Holstein Kiel hier spielerisch langsam besser drin, aber die ganz großen Chancen, sie bleiben aus. Immerhin mal ein Versuch, Schuhn hat den Ball und wir wechseln. Jetzt blicken wir wieder in den Abgrund. Osnabrück momentan Relegation. Sie können eigentlich mehr riskieren, denn dass Braunschweig 3 Tore in Hamburg schießt, das ist sowas von unwahrscheinlich. Deswegen muss Osnabrück jetzt eigentlich auf Sieg spielen, um dann Sandhausen noch einholen zu können. Aber momentan sieht es nicht ganz so rosig aus. Sie liegen 1-0 hinten. Es kommt wenig zustande. Tor in Regensburg. Und wir haben ein Tor in Regensburg. Setzen sie sich komplett ab? Nein, sie werden wieder etwas reingeholt durch Guido Burgstaller, der das 1-1 erzielt für den FC St. Pauli. Aber trotzdem richtig Angst dürfte der SSV Jahn immer noch nicht haben. Da müssen noch ganz verrückte Dinge passieren. Naja, 2 Tore haben wir hier gesehen, gerecht verteilt. Wir wechseln die Station. Tor in Hannover. Ja, und wenn in Hannover ein Tor fällt, dann wechseln wir dorthin. Doppelpack Genki Haraguchi, 2-0 für Hannover 96. Wird vielleicht dann doch nochmal ein versöhnlicher Abschied für Kenan Kocak aus Niedersachsen. Es sah zwischendurch in der Saison so aus, als könnte man bis zum Ende die Verfolgerrolle zumindest einnehmen, aber dann versank man im Mittelfeldsumpf ganz nach unten teilweise. Platz 12, 13 war da am Ende sogar denkbar. Naja, hier sagen sie sich gegen Nürnberg kaum noch mal raus. 2-0 steht's. Wir wollen Tore sehen, auch im Aufstiegskampf bitte. Bleibt bislang aber aus. Das zeigt, wie viel auf dem Spiel steht. Die Top 3 noch 0-0 jeweils. Jetzt kommt auch Düsseldorf. Botzek legt den Ball links raus zu Peterson. Führt dann doch erstmal auf die Defensive konzentriert, denn einen Treffer erzielen kann man immer. Wenn man einen Gegentreffer erstmal geschluckt hat, ja, dann steht er da. Deswegen Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie haben ja noch über eine Halbzeit Zeit, aber sie müssen eben auch aufpassen, dass Fortuna Düsseldorf die spielerische Überlegenheit jetzt nicht mal in Torchancen ummünzt, denn davon gab es bis dato relativ wenig. Und es ist nicht so sonderlich spannend, deswegen wechseln wir nochmal nach Bochum. Ja, auch hier nicht die allergrößte Spannung. Wenn dann mal wie jetzt nach einer Standardsituation Kevin Behrens. Und der Kopfball verfehlt das Gehäuse nicht allzu weit. Der VfL Bochum sollte gewarnt sein. Man hatte sich darauf eingestellt, in Nürnberg mit einem Sieg schon alles klar zu machen. Aber der war ihnen nicht vergönnt. Deswegen hier gegen den SV Sandhausen müssen sie mindestens dieses Unentschieden retten. Und das ist momentan auf relativ wackeligen Beinen unterwegs. 0-0 hier. Ein Spiel läuft noch und da waren wir noch nicht. Was für ein Zufall. Nochmal nach Würzburg vor der Pause bitte. Ja, das Verabschiedungsspiel von Steffen Baumgart und Mensch, da haben wir doch auch mal eine Tormöglichkeit. Sven Michel, kürzlich seinen Vertrag noch verlängert. Guter Mann, tolle Parade von Bohnmann. Und ein bisschen wollen wir die Kickers ja auch noch sehen, bevor es für sie wieder in die dritte Liga geht. Da steht schon etwas länger fest. Ralf Santelli hat zwar ein bisschen Stabilität reingebracht, aber unter dem Strich hat es halt relativ deutlich nicht gereicht. Der SC Paderborn ganz sicher im Tabellenmittelfeld. Und hier wollen sie dann gerne nochmal gewinnen. 45. Minute ist abgelaufen. Wir haben nochmal eine Torchance gesehen. Tore gab es hier noch nicht. Bisschen ungewöhnlich. Vor allem Paderborn ist ja eigentlich drauf und dran,
mal wieder richtig hinzulangen, was Tore angeht. Hier steht's aber 0:0 nach 45 Minuten. Wir gucken mal auf die Zwischenergebnisse und hoffen dann auf zweite spannende 45 Minuten. Ja, der HSV führt 2:0 gegen Braunschweig, Bochum, Sandhausen noch 0:0, Fürth gegen Düsseldorf 0:0, Hannover führt 2:0 gegen Nürnberg und Kiel gegen Darmstadt ebenfalls 0:0, also oben bei den Aufstiegsplätzen bislang noch nichts passiert. Aue führt früh 1:0 gegen den VfL Osnabrück, Würzburg gegen Paderborn auch noch 0:0, Heidenheim gegen Karlsruhe 1:0 und Regensburg gegen St. Pauli 1:1. Was würde das aktuell bedeuten? Noch nicht viel. Bochum Erster und Meister. Holstein Kiel direkt aufgestiegen als Zweiter. Greuther Fürth Dritter müsste in die Relegation. Und unten Regensburg wäre sicher gerettet. Sandhausen ebenfalls gerettet. Osnabrück müsste in die Relegation gegen die Mannschaft aus der dritten Liga. Und Eintracht Braunschweig ist direkt abgestiegen. Und das sieht nicht gut aus. Sie müssten 3 Tore schießen. Aber dann würde es tatsächlich reichen, weil Osnabrück eben hinten liegt. Naja, viel Spaß jetzt beim zweiten Durchgang. Weiter geht's und bitte noch ein paar Tore mehr. Willkommen zurück in der Konferenz. Wir starten in Kiel. Der SV Darmstadt 98 hält sich momentan wacker mit einem 0:0. Wir gucken nochmal auf das persönliche Interesse von Serdar Dursun, der momentan bei 25 Toren steht, wo ebenfalls Simon Terodde durch sein Doppelpack gegen Braunschweig aufgelaufen ist. Also bekommen wir da nochmal ein bisschen Spannung rein, aber ganz klar wichtiger geht es hier um Holstein Kiel mit dem 0:0 momentan noch gut bedient, weil eben Greuther Fürth gegen Düsseldorf ebenfalls noch bei 0:0 steht. Bisschen scheinen die Knie hier auch zu schlackern, zu bibbern, aber das wird sicherlich den anderen Mannschaften genauso gehen, für die noch was auf dem Spiel steht. Aber jetzt kommt Christian Clemens, legt einmal zurück. Paulsons Schuss kommt nicht durch. Meffert kann erstmal. Tor in Hamburg. Und wir haben einen Treffer in Hamburg und den wollen wir sehen. Das gefällt Serdar Dursun nicht, weil Terodde sein drittes Tor macht. Kein lupenreiner Hattrick, aber eben Dreierpack zumindest. Vor allem aber gefällt es natürlich Braunschweig nicht. Und so richtig hochkochen tun die Emotionen jetzt auch nicht mehr. Es war ja zu befürchten, es war ja zu erwarten. Aber trotzdem, das ist eine arg leblose Vorstellung hier der Braunschweiger. Sie werden wieder in die dritte Liga müssen. Nur ein Jahr waren sie wieder mit dabei und mit dem Aufsteiger von Würzburg geht es zurück in die Drittklassigkeit. Es sei denn, hier passiert ein Wunder. Das dürfte den VfL Osnabrück tatsächlich sehr entlasten. Und jetzt haben sie eigentlich nichts mehr zu verlieren, weil nach unten geht's nicht mehr. Aber der FC Erzgebirge Aue führt noch. Kommt hier ganz locker daher. Auch ohne Dirk Schuster scheint es jetzt irgendwie zu funktionieren. Wolze gerätscht rein, verliert aber den Ball. Benzulinski im Strafraum und Fandrich, abgefälschter Ball oder abgewehrter Ball von Kühn vor die Füße von Dimitri Nazarov und es steht nach 57 Minuten 2:0 für den FC Erzgebirge Aue. Und der VfL Osnabrück plant so langsam mit der Relegation. Nicht das, was man sich unbedingt gewünscht hat, aber so wie teilweise die Rückrunde lief, war mehr am Ende auch einfach nicht drin für die Osnabrücker. Aber es ist ja noch Zeit, über eine halbe Stunde. Wie sieht es denn in Regensburg aus? Ja, Regensburg lässt hier schon ein bisschen nach. Der FC St. Pauli gerade mit dem vermeintlichen 2:1, Abseitsposition knapp, aber korrekt erkannt. Salazar wäre es gewesen und ja, das Ergebnis gibt doch schon ziemlich viel Sicherheit, dass da aus Aue für den VfL Osnabrück. Sie müssten 3 Tore schießen, die Osnabrücker, um Regensburg nochmal irgendwie gefährlich zu werden. Und das ist momentan einfach nicht realistisch, zumal es hier eben auch noch 1:1 steht. Entspannt, was der SSV Jahren macht, der FC St. Pauli will sich nochmal positiv verabschieden. Nicht mehr die beste Rückrundenmannschaft, aber sie stehen noch relativ weit oben.
Und nach einer knappen Stunde ist das hier mittlerweile fast zum gemütlichen Frühsommerkick geworden, wo St. Pauli gerade mehr macht und auch trifft. Guido Burgstaller mit dem 1:2. Doppelpack in der 61. Minute. Das war jetzt recht mies verteidigt. Schöne Flanke direkt genommen. Nur am zweiten Pfosten dann setzt sich da Guido Burgstaller durch. Scott Kennedy viel zu weit weg und auch Weckesser. Kommt erst zu spät ran an den Österreicher. Tor in Bochum! Und das klingt vielversprechend. Das Tor in Bochum holen wir uns. 0:1. Der VfL Bochum geriet schon mehrmals hier in die Bredouille und jetzt geraten sie richtig vor riesige Probleme. Kevin Behrens mit dem 0:1. Die Bochumer haben das Glück, dass Kiel und Fürth jeweils nicht in Führung liegen. Also der VfL Bochum wäre Stand jetzt trotz dieser Niederlage, dieser androhenden Meister. Aber jetzt aktuell, um es dann wieder aus eigener Kraft zu machen, muss man selber ein Tor schießen. Sie haben sich vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht auf diesem 0:0 und diesem Punktgewinn. Jetzt müssen die noch mal ein bisschen draufhauen. Und wir hoffen auch mal, dass das passiert. In Fürth wird dieser Treffer sicherlich gut ankommen. Mehr oder weniger, Greuther Fürth muss erstmal selbst die Hausaufgaben erledigen. Gegen Fortuna Düsseldorf. Aktuell ein Punkt noch hinter Holstein Kiel. Der erwartet schwere Gegner, Fortuna Düsseldorf, davon war auszugehen, aber es ist doch eine ganz, ganz harte Nuss, die es hier zu knacken gilt. Düsseldorf sogar mit leichten Feldvorteilen. Zimmermann zieht in den Strafraum ein. Zimmermann! Aber Burchardt hält ihn fest. Also, da muss Fürth jetzt auch aufpassen, dass ihn das nicht hier entgleitet und sie nicht zu euphorisch werden, denn selber müssen sie ihr Ding eben auch machen. Eben von Kiel gesprochen, jetzt sehen wir Kiel. Ja, Holstein Kiel, jetzt ist die Chance auf die Meisterschaft auch größer geworden. Allerdings jetzt der Ballverlust und es geht in die Gegenrichtung mit Matthias Honsack. Der Pass auf Melem, Fahne bleibt unten, Melem quergelegt zu Dursun! 0:1! Holstein Kiel! Land unter. Eieiei. Serdar Dursun. Erstmal mit diesem Treffer für sich persönlich was ganz Wichtiges geschafft. Aber was bedeutet dieser Treffer? Greuther Fürth zieht aktuell in der Live-Tabelle an Holstein Kiel vorbei. Und der SV Darmstadt Tor in Bochum. Kiel in die Suppe. Die Störche müssten aktuell in die Relegation. Und was in Bochum los ist, das schauen wir uns jetzt an. Simon Zoller mit dem 1:1 und das ist jetzt wieder mal ein gewaltiger Schritt, doch Richtung Bundesliga, doch Richtung Meisterschaft. Jetzt stehen da 65 Punkte auf dem Konto der VfL Bochum in Person von Muskelman. Tor in Fürth! Simon Zoller zum 1:1 Tor in Fürth, aber jetzt geht's aber wirklich mal so richtig ab. 1:0 für Fürth. Sebastian Ernst, ein Spieler, der nächstes Jahr nicht mehr für diese Mannschaft auflaufen wird, bringt Greuther Fürth ganz dicht dran an die erste Fußball-Bundesliga, weil Kiel hinten liegt und weil sie selber in Führung gehen. Tor in Regensburg. Tor in Regensburg holen wir uns gleich ab. Aber was ist das jetzt gerade für eine Zeit um die 70. Minute? Bochum gleicht aus. Kiel hinten, Fürth vorne. Wahnsinn.
Fürth momentan Zweiter, Bochum Erster und Kiel Dritter. Ja, wir gucken uns noch ganz kurz hier das 3:1 an. Also Guido Burgstaller schlägt ein weiteres Mal zu. Der SSV ja in Regensburg lässt sich jetzt doch etwas gehen tatsächlich, nachdem die Ergebnisse auf den anderen Plätzen so gut für sie laufen. Das ist sie Tour in Aue. Schon die Vorentscheidung. Bekommen wir die jetzt auch in Aue? Das kann man wohl so sagen. Es steht 3:0. Es ist nochmal Nazarov. Na, 3 Tore zu Hause vom FC Erzgebirge Aue. Das gab's doch kürzlich schon mal, ja. Da hat man allerdings auch 8 kassiert gegen den SC Paderborn. Und der VfL Osnabrück muss aufpassen. Ja, die Relegation ist so gut wie sicher. Zu 99% wird es dieser 16. Platz. Aber sie müssen halt aufpassen, nicht mit einem ganz schlechten Gefühl da rein zu starten, wenn man hier richtig auf die Nuss bekommt. Und danach sieht es momentan aus, hat man auch nicht die breiteste Brust in den letzten beiden K.O.-Spielen dann um den Klassenerhalt. Also ein bisschen müssen sie schon aufpassen. Tor an Hannover. Ein bisschen runterkommen. Tor an Hannover, bitte. Drei Tore Terodde, 3 Tore Burgstaller, 3 Tore Genki Haraguchi. Der erste FC Nürnberg. Ja, defensiv sieht es momentan nicht so gut aus. Das ist ein bisschen sehr schlecht verteidigt. Aber Hannover macht es halt auch gut. Genki Haraguchi ist ein außergewöhnlich guter Fußballspieler. Vor allem für die zweite Bundesliga. Und dann Tor in Würzburg. Macht er halt, was er will. Tor in Würzburg. Das erste, glaube ich, oder? Das erste Tor in Würzburg. Das erste Tor fällt für die Gäste. Sven Michel mit dem 0:1. Als wir schon mal hier waren in der ersten Halbzeit, gab es eine große Chance, die Sven Michel da noch vergeben hatte. Aber jetzt lässt er sich diese Chance nicht entgehen. Steffen Baumgart. Möglicherweise verabschiedet er sich mit einem Sieg aus Paderborn. Würzburg verabschiedet sich möglicherweise mit einer Niederlage aus der zweiten Bundesliga. Bisschen ist noch zu gehen. Und die letzten Minuten sind es auch ganz sicher für Braunschweig. Ja, da wird hier nicht mal der Wechsel beider Stürmer, Terodde gegen wen auch immer, Abdullahi oder Proschwitz, irgendwas dran ändern. Der Gast aus Braunschweig, er hat sich hier halt auch nicht zweitligawürdig präsentieren können. So leid es einem tut, so weh es auch tut, dass dieser Traditionsverein wieder runter muss, aber es ist dann eben doch folgerichtig. Und da haben wir den Wechsel. Abdullahi geht runter, Proschwitz kommt. Braunschweig hätte gewinnen müssen. Denn der VfL Osnabrück macht auch die eigenen Hausaufgaben nicht. Und dann hätte es zumindest eben für Platz 16 gereicht. Aber dafür war der HSV auch zu heiß, sich hier nochmal einigermaßen gut zu präsentieren. Und das machen sie auch, die Rothosen. Die starten dann nächstes Jahr den neuen Anlauf und wollen dann tatsächlich mal bis zum Ende oben Tor in Hannover. Können. Das war's erstmal von hier. Wir gucken nochmal in Hannover zum Tor. 3:1 Nikola Dovedan. Wir machen es kurz. Wir machen es schmerzlos. Es wird keine komplette Blamage für die Klobberer. Die sich ja auch tatsächlich, muss man ganz klar sagen, im letzten Saisondrittel nochmal steigern konnten. Da sah es ja zwischendurch auch wieder aus nach Relegation, nach ganz nach unten schauen. Tor in Würzburg. Sie haben sich stabilisiert. Jetzt stabilisiert sich was in Würzburg. Ausgleich für Würzburg. Also doch vielleicht nicht der Sieg zum Abschluss für Baumgart, nicht die Niederlage zur Verabschiedung von Würzburg.
Marvin Pieringer, dass der nächstes Jahr mal mindestens in der zweiten Liga spielen wird. Davon kann man eigentlich ausgehen. Leihgabe vom SC Freiburg 2. Und was der hier abgerissen hat in der Rückrunde alleine, das ist schon respektabel bei einem Tabellenletzten. Pieringer, den werden wir noch sehen. Von dem werden wir noch was hören. Der macht hier das 1:1 in der 84. Spielminute. Tor in Heidenheim. Nochmal ein bisschen Frieden rein. Und Frieden gibt es dann auch nochmal in Heidenheim. Er hat im Kleindienst. Macht mit sich und ganz Heidenheim Frieden. Und die Hoffnung besteht, dass er bei Heidenheim auch bleiben wird. Aktuell noch aus Belgien ausgeliehen. Ja, diese Rückholaktion, sie hat sich schon gelohnt. Kleindienst beweist sich als Top-Stürmer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Vielleicht reicht es nicht zu mehr, aber die zweite Bundesliga muss auch erstmal als Stürmer so bespielt werden und da dominiert er seit Jahren. Kleindienst macht es. 2:0 hier gegen den KSC. Woanders ist es deutlich spannender. Wir sind nochmal in Bochum. 5 Minuten brauchen die Bochumer noch, um hier mit diesem Punkt aufzusteigen. Und momentan wäre es auch der Meistertitel. Es sieht alles gut aus. Tor in Aue, sehr souverän. Wir haben nochmal ein Tor in Aue. Bitte. ...3:1, das ist dann vielleicht dieses kleine, letzte, gute Gefühl, Santos macht es, dass man beim VfL Osnabrück für die 2 schwierigen Relegationsspiele gebraucht hat. Groß freuen wird man sich nicht, man hat es nicht geschafft, sich direkt zu retten, aber immerhin hat man Tor geschossen. Nochmal nach Kiel. Ja, Kiel schnuppert momentan auch nach Relegation, weil sie ja da Dursun nochmal kommt. Und das Ding hier zumacht. 0:2. Kiel muss wieder in die Relegation, in der sie vor ein paar Jahren gescheitert sind. Wer weiß, wer dieses Jahr auf sie wartet. Naja, wir wissen es eigentlich schon. Aber Serdar Dursun ist heute der Unterschiedsspieler. 87. Minute und das dürfte viel Freude auslösen in Fürth. Oder wie sieht das aus? Ja, man nimmt es so langsam zur Kenntnis auf den Ersatzbänken. Aber so ganz wahrhaben kann und will man es noch nicht. Bei dem Ergebnis auf dem Spielfeld in Kiel würde hier sogar aber ein Unentschieden reichen für Greuther Fürth. Deswegen ist es doch schon langsam an der Zeit, mögliche Aufstiegsshirts aufzutragen. Aber verrückte Schlussphasen nehmen wir sonst auch gerne noch mit. Tor in Hannover. Und Tor nehmen wir auch nochmal kurz mit. Ja, nochmal ganz kurz hier. 3:2, der erste FC Nürnberg. Nochmal mit Nikola Dovedan. Der spielt sich jetzt nochmal um Kopf und Kragen. Hat wirklich sehr wenig und wenn, meistens relativ mangelhafte Auftritte hingelegt. Aber er macht das 3:2. Gab schon mal ein 3:3 zwischen diesen beiden Mannschaften. Da hat Nürnberg mit 3:0 geführt. Am Ende ging es 3:3 aus. Das war noch zu Bundesliga-Zeiten. Dürfte noch ein Diouf gespielt haben bei Hannover 96. Die Älteren werden sich erinnern. Naja, das ist unnötiges Geplauder. Es ist spannender auf anderen Plätzen und vor allem ein bisschen bitterer auf manchen anderen Plätzen. Ganz, ganz bitter für Eintracht Braunschweig. Die Nachspielzeit läuft. Sie verrinnt. Braunschweig
hat vieles versucht, es hat nichts geklappt. Und jetzt ist auch Feierabend. Die Braunschweiger werden erlöst, wenn man so will. Terodde, der Mann des Spiels mit 3 Toren, wird aber wohl nicht zur Torjägerkanone reichen, weil Dursun eben noch besser war. Und Braunschweig steigt ab, enttäuschte Gesichter, wahrscheinlich auch in Kiel, oder? Noch nicht, hier läuft das Spiel noch, Rese kommt aber nicht durch. Es war unter dem Strich auch zu wenig von Holstein Kiel. Vielleicht das Programm dann doch zu heftig. Aber sie haben noch die Chance. Eine trotzdem faszinierende, klasse, tolle Saison zu krönen in 2 Relegationsspielen. Dursun krallt sich die Torjägerkanone. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es endet mit 0:2. Kiel muss in die Extrarunde und Greuther Fürth darf sich jetzt erstmal über Platz 2 freuen. Und hier ist erstmal Erleichterung pur angesagt. Es wird wohl eine durchaus kräftige Feier geben. Das 1:0 von Fürth über Düsseldorf entscheidet für Greuther Fürth. Aber ein Meisterkandidat, ein Meister, der am Ende ein Meister wurde, den gibt es woanders, und zwar hier in Bochum, wo wir erstmal auch Sandhausen zum direkten Klassenerhalt beglückwünschen können, aber der VfL Bochum kehrt zurück in die erste Fußball-Bundesliga und das als Meister. Und über 34 Spieltage ist das wohl auch vollkommen verdient. Mit Greuther Fürth geht es nach oben, vielleicht mit Holstein Kiel. Das Siegerfoto bekommen wir. Und dann war es das aus der Konferenz. Vielen Dank für das Interesse. Bleiben Sie sportlich und aktuell auch bitte gesund. Ja, das war es dann mit der großen Neuner-Konferenz. Gucken wir noch mal kurz auf die Ergebnisse. Hamburg gegen Braunschweig 3:0, Bochum gegen Sandhausen 1:1, Fürth gegen Düsseldorf 1:0, Hannover gegen Nürnberg am Ende noch knapp 3:2, Kiel verliert 0:2 gegen Darmstadt, Aue gewinnt 3:1 gegen Osnabrück, Würzburg 1:1 gegen Paderborn, Heidenheim gewinnt 2:0 gegen Karlsruhe und Regensburg verliert 1:3 gegen St. Pauli. Was bedeutet das am Ende für die Tabelle? In echt natürlich überhaupt nichts. Also wenn ihr Kiel-Fans seid, seid nicht zu sehr enttäuscht, was hier in der Prognose passiert ist. Das hat nichts mit der Realität zu tun, wie ihr sicherlich wisst. Bochum wird Meister. Wir haben die Feier gesehen. Greuther Fürth springt auf Tabellenplatz 2 durch dieses 1:0 gegen Düsseldorf. Kiel 3. Relegation momentan. Wenn wir dann nach unten schauen, das Mittelfeld überspringen wir mal komplett. Der HSV mal wieder 4. Naja, und Düsseldorf 5. Ja, dann folgen Heidenheim, Darmstadt, St. Pauli, Karlsruhe, Paderborn, Hannover und Aue, Nürnberg auf Platz 13. Und dann wurde es nochmal eng. Sandhausen sogar 14. geworden mit dem Punkt. Regensburg nur 15. aber eben auch gerettet. Osnabrück durch die Niederlage in Aue müssen sie in die Relegation. Braunschweig direkt abgestiegen durch die Pleite beim HSV. Und Würzburg steht schon ein bisschen länger fest, muss auch wieder runter in Liga 3. Was sagt ihr denn? Was glaubt ihr? Wer steigt direkt auf? Wer muss in die Relegation? Wer rettet sich? Wer muss in die Relegation nach unten? Und wer steigt direkt ab? Es würde mich tatsächlich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ansonsten vielen Dank. Bleibt gesund, ich sag's nochmal. Und sportlich vor allem in den Kommentaren. Bis demnächst und adios.